Moin und willkommen bei den Klimacheckern. Wer kennt es nicht? Von all den elektrischen Helferlein ist mal wieder eines kaputt gegangen. Staubsauger, Toaster oder besonders ärgerlich das Handy. Da ist mal wieder der Akku kaputt oder das Display gerissen. Aber den Krempel deswegen wegschmeißen und was Neues kaufen? Häufiger als man denkt, lassen sich alte Dinge noch reparieren. Das sagen zumindest die Leute vom Repair Café in Emden, bei denen wir mal zu Besuch waren. Das Repair Café ist ein Gedanke. Das ist der Gedanke, dass man nachhaltig leben kann, dass man wieder mehr Wert auf Materialien legt, lernt, die selber zu reparieren und länger weiter zu nutzen im Sinne der Umwelt, auch im Sinne des Budgets, und dass man dabei eine tolle Zeit hat. Dass es also auch ein Ort ist, wo alle Leute hinkommen können und sich wohlfühlen, auf jeden Fall willkommen sind. Einmal im Monat macht das Repair Café auf. Dort kann man dann sein Glück probieren. Man kann auch eigentlich alles mitbringen. Einziges Kriterium, neben der Tatsache, dass es natürlich kaputt sein sollte, ist, dass es kein Großgerät wie zum Beispiel eine Waschmaschine ist. Dafür eher sowas wie die Zahnbürste, die elektrische Küchenmaschine, Kleidungsstücke, Kaffeemaschinen, Handy, wo der Akku gewechselt werden soll. Tja, und dann geht's auch eigentlich schon los. Jeder Helfer hat seine eigene kleine Station und sein eigenes selber mitgebrachtes Werkzeug. Die Repair-Café-Helfer leiten dann entweder an oder sie kümmern sich gleich selbst um die Reparatur, je nachdem, was halt kaputt ist. Die Leute sind überwiegend total freundlich und freuen sich, dass wir da sind und dass wir uns die Mühe machen, an den Sachen zu reparieren. Und das klappt auch nicht immer, das sagen wir aber von vornherein. Und es ist trotzdem richtig gut. Auch fürs Klima. Denn ein Smartphone verbraucht bei seiner Produktion allein schon 3/4 seiner Menge an CO2. Jedes Jahr werden alleine in europäischen Ländern 211 Millionen neue Smartphones verkauft. Würden alte Geräte ein Jahr länger genutzt werden, würde man potenziell 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen können. Das Gleiche gilt übrigens auch bei ähnlichen Geräten, wie zum Beispiel Laptops oder Tablets. Zusammen würde man insgesamt 4 Millionen Tonnen einsparen können. Das wären übrigens umgerechnet genauso viele Tonnen, wie 2 Millionen Autos im Jahr produzieren. Gerade wenn es um das Austauschen von Akkus oder Displays geht, ist man im Repair Café gut aufgehoben. Damit tut man auch nicht nur was Gutes für die Umwelt, sondern auch gleich für den eigenen Geldbeutel. Gecheckt?